euch, meine lieben Freaks und Maniacs da draußen. Ich bin Why the Tie. Und ich bin der Uwe. Und wir haben nichts Besseres zu tun. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen in einer neuen Location. Eigentlich gar nicht so neu. Nö. Aber wir waren noch nie hier. Warum? Wir haben da getrennt auf dem Tisch. Aber das stimmt. Ist ja meine Sammlung, ne? Richtig, das ist nämlich Uwis kleine Zockerecke, in der wir uns jetzt befinden. Und das ist auch passend, denn heute geht's um dieses wunderschöne Spiel hier. Tales of Vesperia. Für die Nintendo Switch. das haben wir uns entschieden zusammen auszupacken, zumindest meins, weil er konnte nicht warten. Nein, Quatsch. Einfach weil meins noch unausgepackt ist. Und das ist der Grund dafür, ist, dass die Tales of Reihe sowohl den Uwe als auch mich sehr stark miteinander verbindet. Wir haben damals Tales of Symphonia, haben wir glaube ich zusammen sogar durchgezockt. 200 plus Stunden. Ja, kommt. 200 plus Stunden, waren wir da dran? Ich habe damals zu Weihnachten bekommen. Richtig. Ich habe mich so im Kloppen darauf gefreut. Das war einfach nur ein geiles Spiel damals. Also. Ja, und ich hatte es damals noch nicht. Ich habe es dann erst später geholt und ich weiß, dass wir das immer regelmäßig gespielt haben. Ich glaube 200 plus Stunden oder so. Und dann haben wir da durchgezockt. Ja. Und du bist der Tales of Reihe dann noch treu geblieben mit Tales of Symphonia Chronicles. Wer ist der Chronicles? Nee, der. Hier. Warte. Ich hab's doch hier. Ja, hab's doch hier liegen, da unten. Ja, Tales of Symphonia, Dawn of the New World. Dawn of a New World. Auch durchgespielt. So. Aber das war nicht so geil. Ja. Leider nicht. Mein Ding war es tatsächlich auch nicht. Dafür umso mehr Tales of Vesperia, was für mich auf einer Stufe steht mit Tales of Symphonia. Ja. Und jetzt ist sie endlich raus, die Definitive Edition. Wunderschön. Das Cover finde ich cool irgendwie. Oh Gott. Bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich? Das ist das Cover. Einfach mal, damit ihr das auch gesehen habt. Ja, ich mag das Artwork. Das Artwork ist geil, weil es halt aussieht wie gemalt. Aber ich finde es halt, der Rest ist halt weiß. Ja. Ne? Hätte man jetzt auch ein schönes Foto dahinterlegen können oder sonst irgendwas. Ich pack das schon mal aus. Auf der Schere. Ich gebe dir eine Scissor. Vielen Dank. Während ich auspacke, kannst du ja schon mal über deinen Favorite Charakter von allen Tales of Spielen jemals sprechen. Ja, das ist aber nicht in dem Spiel. Ist ja egal. Ich habe eigentlich gar keinen All-Time-Favorite-Charakter in den Spielen. Aber? Ich spiele viele gerne. Zum Beispiel? Zum Beispiel Regal. Oder Billy Regal. Oder Billy Regal. Billy Regal. Und ich bin jetzt nicht mehr sicher, wie hieß die mit dem Stab? Rain. Die Halbelfe, meinst du? Ja, die auch. Rain. Und dann spiele ich auch noch gerne Lloyd, der ist auch cool. Kratos und Zelos und ich sag ja, ich. Wir halten fest, so richtig eine Meinung hat er nicht. Nee. ja, bei mir ist tatsächlich auch schwierig. Ich müsste es wahrscheinlich entscheiden zwischen Kratos, Yuri und China. Stimmt, China. Weil ich China auch sehr cool finde. Ich glaube aber alleine deshalb, weil Yuri nicht viel Gimmicks braucht, also der Hauptcharakter aus Tales of Vesperia, nicht viel Gimmicks braucht, um cool zu sein. Der braucht keine coole Waffe, der muss nicht irgendwie besonders cool oder anders aussehen als die anderen, sondern der ist einfach cool durch seine Story und halt, weil er ein Hauptcharakter ist und ist halt nicht der klassische RPG, ich bin zwar doof, aber gut im Kämpfen und ich stehe für meine Freunde ein Hauptcharakter, sondern der ist halt wirklich von einer ganz anderen Sorte. Deswegen würde der bei mir tatsächlich gewinnen und ist wahrscheinlich auch der Grund oder einer der Gründe, warum ich Tales of Vesperia so wundervoll finde. Wundervoll. Ab 12 ist das Ganze freigegeben. Das, Peggy 12. Die Peggy 12. Die Hinterseite hat so ein bisschen, ist ein bisschen sehr voll. Ich finde, dadurch ist der Text etwas sehr klein geraten. Das hat man aber häufig bei Spielen, die sowohl für die Switch als auch für andere Konsolen rauskommen, weil es fast immer dasselbe Artwork ist. Einiges Neues bei dem Spiel, bei Tales of Vesperia. Zur Ursprungsversion, die damals auf der 360 rauskam. Zwei neue Charaktere, oder? Ne? Massig. Zwei neue Charaktere und neue Moves und neue Kostüme und echt eine ganze Menge. Neue Sidequests, neue Hauptquests, neue Musik und so weiter. Ich finde, das Marketing für das Spiel war gar nicht so klug. Weil die haben zwar was gezeigt, aber die haben gar nicht so viel darüber gesprochen, was jetzt echt neu ist in der Definitive Edition. Ja, die auch neue Sidequests angeboten haben. Ja, Sidequests und Hauptquests. Zwei neue Charaktere, die sieht man auch direkt hier hinten drauf. Das ist das Piratenfrau, oder? Piratenmädchen, ich glaube, wer heißt die? Patty oder so? Ich keine Ahnung. Ich glaube, Patty. Und Flynn Schifo. Der Flynn. Gute Freund und Antagonist, oder man kann im Prinzip sagen, eigentlich der Gute von den beiden, aber Kollege von Yuri, alter Arbeitskollege sozusagen. Yes.
Ja. Wow. Das ist... Epic. Ja, Epic quasi. Ist das der Epic Store? Sag ich mal. Kleiner Epic Store. Und ansonsten ist das deprimierend, deprimierend, deprimierend. Ja, sehr deprimierend. Das ist die Innenseite. Von daher gut, dass wir so viel über persönliche Dinge gesprochen haben, weil dieses Spiel hat keine eigene Persönlichkeit. Weiß nichts sagen. Der Service von Bandai Namco wird nochmal als Info gegeben. Und ja, weil ich Verfärbung. Immer. Schrecklich, auf jeden Fall. Vor allen Dingen für das Spiel als Remake 50 Euro ist also tatsächlich, man kann schon sagen, zum Vollpreis rausgekommen, auch wenn es keine 60 kostet. Es hat auch keine 40 gekostet. Wenn man dieses Spiel noch nie gespielt hat, definitiv trotzdem wert. Es ist bisher eine der besten RPGs, neben Octopath Traveler wahrscheinlich, was man auf der Switch bekommt. Vor allen Dingen aus dem AAA-Bereich. Und dafür, dass es schon so alt ist, ist absolut zeitlos im Grunde. Ja. Und wie gesagt, das für mich machen RPGs immer, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber für mich machen RPGs immer 51% macht immer das Kampfsystem aus, weil das ist der Großteil von dem, was man macht, meiner Meinung nach. Finde ich auch, ja. Und wenn das Kampfsystem für Bullshit ist, dann interessiert mich die Story nicht, dann interessieren mich die Charaktere nicht und der ganze andere Scheiß auch nicht und dann spiele ich es auch nicht, dann interessiert es mich auch nicht. Weil RPGs mag ich, aber ich bin sehr wählerisch, was das angeht, deswegen habe ich auch nicht so eine riesen Bibliothek, mal ganz ab davon, dass ich halt nur Nintendo spiele und da ist jetzt Rollenspiele nicht so viel. Wobei, ne? Ey, jetzt auf der Switch ist schon. Ich sagen, ist schon ordentlich. Aber also auf der Switch ist ordentlich. Und in aller Fairness, man muss auch sagen, zu Super Nintendo Zeiten waren RPGs auch massig auf Nintendo Konsolen. Ja, also zu NES Zeiten und zu SNES Zeiten. Und dann eben auf dem N64, auf dem GameCube, auf der Wii U, da liest das alles so ein bisschen nach. Verständlicherweise, weil RPGs ja immer stark auch mit Optik arbeiten, mit schönen Bildern und so weiter. Und Vesperia haben wir jetzt endlich wieder. Ein Spiel, von dem ich dachte, dass ich es nie wieder spielen würde, weil ich meine Xbox 360 damals zu Wii U-Zeiten verkauft habe. Und jetzt habe ich es endlich wieder in der Sammlung. Du auch. Ich auch. Wir haben es endlich wieder. Jetzt bitte Bandai Namco noch das Remake von Tales of Symphonia. Und wir sind happy. Bitte in HD, bitte mit mehr Kostümen. Nochmal ein bisschen Dungeons drauf und so ein Kram. Ne? Mach mal einfach... Ich freue mich drauf. Ich auch. Und irgendwelche letzten Worte dazu? Das hier. Ja. Ist ab 12. Also von mir aus ist. Nö. Das war's. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie eure Erfahrung ist mit der Tales of Reihe. Habt ihr mehr gespielt als nur diese zwei, ich sage jetzt mal, diese zwei sehr bekannten? Also Vesperia und Symphonia sind ja die zwei großen, die zwei dicken Macker sozusagen der Tales of Reihe. Gibt aber natürlich noch massig mehr. Habt ihr mehr Spiele gespielt? Welcher ist euer Lieblingscharakter? Wer hat also bei euch besonders viel Eindruck hinterlassen? Wenn euch dieses kleine, etwas andere Video gefallen hat, wir haben es einfach mal so spontan hier beim Uwi in der Kuschelecke gedreht. Wenn es euch gefällt, Like da lassen. Auf meinem Kanal findet ihr alles, was das Nintendo jetzt. Ja. Und auf Twitter findet ihr mich unter @whythetai. Und sein Kanal ist auch verlinkt. Gibt schon lange keine Videos mehr auf seinem Kanal. Braucht aber nicht. Mal, wenn euch ein bisschen Dancen zwischendurch Bock macht, dann guckt mal vorbei. Der Junge. Sieht ihr aber auch auf meinem Kanal mit ein, zwei Remixen. Wenn es nichts mit Tanzen zu tun hat. Haut rein, viel Spaß beim Zocken, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Uwi. Und euer Why the Tie.